Ja, das wäre sie also, unsere Weihnachtswurst. Und diese Weihnachtswurst, ich gehe mal rüber, das wäre die Luftmassengrenze, die am 25. und 26. Dezember einmal irgendwie so quer über Deutschland liegen würde. In diesem lilafarbenen Bereich, da würde es zum Teil zu anhaltenden Schneefällen kommen. Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtswetter-Update hier bei wetter.net. Die Luftmassengrenze bestimmt dieses Weihnachtsfest und die ist sehr spannend. Und wir schauen uns mal an, was bringen uns die Tage Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. Apropos Weihnachten, einige hatten ja gefragt, was unser Gewinnspiel macht. Da ist momentan die Auslosung in vollem Gang und ab morgen werden die Geschenke bzw. die Gewinne auch versendet. Doch zurück zum Wetter am Heiligen Abend. Da ist alles noch ziemlich mild in ganz Deutschland, auch im Norden. Temperaturen 7 bis 9 Grad, im Süden so 6 bis 8 Grad, sehr schmuddelig das Ganze, viele Wolken und immer wieder Regengüsse. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag wird es dann langsam hier im Norden schon ein bisschen kälter, von Schleswig-Holstein rüber zur Ostseeküste, da sinken die Temperaturen so auf Werte um 0 Grad und dann geht der Regen dort langsam schon in Schneeregen und in Schnee über. Mit jedem Kilometer weiter Richtung Süden wird es milder, 5, 6 Grad sind im Westen teilweise möglich und da fällt dann meist nur Regen. Ja, und am ersten Weihnachtsfeiertag legt sich dann diese Luftmassengrenze einmal hier von Berlin, Brandenburg bis nach Hamburg über Deutschland. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Das kann sich nochmal verschieben. Und wir sehen, das ist eine sehr markante Luftmassengrenze. 2 Grad hier so im norddeutschen Raum, 8 Grad hier im ostdeutschen Raum, bis zu 10 Grad am Niederrhein. Also auf engstem Platz sehr große Temperaturunterschiede. Im Südwesten sogar schon fast ein Frühlingserwachen am Oberrhein möglich. 12, 13 Grad, überall meist bedeckter Himmel, Regen nach Süden hin und wie gesagt nach Norden ist es dann meist Schneeregen und später auch durchweg nur noch Schnee bei Temperaturen um die 0 Grad. Ja, und der zweite Weihnachtsfeiertag bringt dann so von Sachsen rüber über Niedersachsen bis zur Nordsee immer wieder zum Teil kräftige Schneefälle, stellenweise auch mal im Norden von Nordrhein-Westfalen und hier ist der Temperaturunterschied besonders groß, teilweise nur 0 Grad hier im Nordwesten, aber am Niederrhein Werte bis zu 11 Grad. Also wirklich ein großer Kontrast. Insgesamt auch hier im Südwesten wieder am wärmsten. 10, 11, 12 Grad sind da möglich. Viele Wolken, teilweise auch hier ein bisschen Regen und weiter nördlich, da fällt an dieser Luftmassengrenze immer wieder Schnee. 10 bis 15 Zentimeter Schnee können da zusammenkommen. Es gab Berechnungen, die haben mal 30, 40, 50 Zentimeter berechnet, aber die halte ich für ein bisschen oder deutlich zu hoch gegriffen. Aber 10 bis 15 Zentimeter könnten es irgendwo in diesem Bereich schon werden. Es ist also eine sehr spannende Wetterlage um Weihnachten 2021. Das war's vom Wetter-Update hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetternet auf YouTube. Tschüss und bis bald.